Coleman King. Vor einigen Jahren stellte das chinesische Unternehmen IAT den neuesten SUV Coleman King mit revolutionärer Panzerung vor. Der Coleman King ist vor allem eins: gewaltig. Er punktet mit extra scharfem Design und sicherer Größe. Das 6 Tonnen schwere Monster sieht optisch zwar zerbrechlich wie Origami-Skulpturen aus, hält aber Temperaturabfällen von minus 40 auf plus 90 Grad stand. Der Motor mit 360 PS und einem 6-Gang-Getriebe kann auf 140 Stundenkilometer beschleunigen. Sogar Batman würde solch ein Auto beneiden. Das Innere des Coleman King ist durchaus luxuriös. Es gibt einen modernen Fernseher, einen Anschluss an eine Playstation sowie eine Kaffeemaschine und einen Kühlschrank. Und das alles in einem Design aus dunklem Holz und Gold. Der Preis beträgt 12 Millionen Yuan oder umgerechnet 1,6 Millionen Euro. ...2020 Klassen Armored Range Rover. Das deutsche Unternehmen Klassen stellt seit einigen Jahren Luxus-Land Rover mit komfortablem Design, einfacher Bedienung und hohem Schutzniveau her, auf das viele Kunden weltweit vertrauen. Das gepanzerte Auto aus dem Jahr 2020 ist eine langgestreckte, kugelsichere Version des Land Rover. Das Fahrzeug ist entlang der Karosserie gepanzert. Ausgestattet ist das Fahrzeug außerdem mit kugelsicherem Glas, starken Bremsen und einem speziell verlängerten Radstand. Es hat Blitzlichter, eine Sirene, eine Trennwand, die den Fahrbereich vom Fahrgastraum trennt, ein Multimedia-System, ein elektrisch betriebenes Metallschiebedach, eine Gegensprechanlage, einen Kühlschrank und sogar einen Notausgang. Mit dem speziellen Pirelli-Reifen kann man auch bei einer Reifenpanne bis zu 80 km zurücklegen. An Bord befindet sich ein autonomes Feuerlöschsystem und eine Reserveversorgung mit Sauerstoff. Der Innenraum verfügt über 3 Sitzreihen, 2 Sitzplätze für VIPs und unbegrenzten Platz. Er kann auch individuell angefertigt werden, beispielsweise kann anstelle der Trennwand ein Monitor eingebaut werden. Der Preis pro Stück beträgt 1.100.000 Euro. Incas Chevrolet Tahoe High Country. Der gepanzerte Chevrolet Tahoe 2021 verfügt über einen geräumigen Innenraum und einen imposanten Look, der nicht zu übersehen ist. Das Fahrzeug mit einem 420 PS Motor und einem 10-Gang-Automatikgetriebe wurde von der kanadischen Firma Incas präsentiert. Das Auto ist mit 30 Sicherheitsstufen ausgestattet, wie zum Beispiel HD-Rückfahrkamera, automatische Notbremsung und Frontalkollisionswarnung, Entfernung zum nächsten Fahrzeug, Fußgängererkennung, automatisches Parken, neue 360-Grad-Kamera und vieles mehr. Der gepanzerte SUV verfügt über ein Mediensystem für den Fahrer und die Beifahrer. Das System gilt als das fortschrittlichste im SUV-Segment. Der Preis für die Schönheit beginnt ab 89.000 US-Dollar aufwärts. Vegada. Der israelische Autohersteller Plezzen hat traditionell die stärksten Militärlastwagen seiner Art. Die gepanzerte Fahrzeugserie Garda hat sich bereits 2014 bewährt, als die brasilianische Polizei damit ausgerüstet wurde. Die Hauptaufgabe von Garda-Fahrzeugen besteht darin, Soldaten zu befördern und vor Schüssen zu schützen. Der auf einer 4x4 Karosserie von MAN gebaute Garda ist das größte Fahrzeug seiner Art. Mit dem Fahrzeug können ein Fahrer, ein Kommandant und 22 Polizisten samt vollständiger Ausrüstung befördert werden. Garda ist mit Nachtsichtgeräten ausgestattet und hält auch extremen Wetterbedingungen stand. Das 360-Grad-Videoüberwachungssystem erweitert den Sichtbereich erheblich. Ein internes Feuerlöschsystem ist ebenfalls vorhanden. Dank des Wenderadios und der Manövrierfähigkeit kann das Auto jedes Gelände effektiv befahren. Die Kosten für einen Garda-Panzerwagen belaufen sich auf 1,6 Millionen US-Dollar. Mantis. Die israelische Firma Carmor gibt es schon seit 1947.
Sie präsentierte vor kurzem ihre neueste Serie der gepanzerten Mantis-Kampffahrzeuge. Das Modell wurde in 4 Varianten gezeigt. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Plattform kann man zwischen einer Doppelkabine mit 5 Sitzen, einer Einzelkabine mit 3 Sitzen oder einer großen Kapsel mit 8 Sitzen wählen. Das weite Sichtfeld ermöglicht es dem Fahrer, die Lage auf dem Schlachtfeld zu kontrollieren. Die bequeme Aufhängung ermöglicht den Transport verschiedener Waffen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Der Motor ermöglicht es, die Wärme zu reduzieren und damit das Fahrzeug für Wärmebildkameras unsichtbar zu machen. Mantis wiegt 3 bis 10 Tonnen. Der Preis ist auf Anfrage erhältlich. Reswani Hercules 6x6. Manchmal wird Militärtechnik mit einem Hauch Luxus verkauft, wie zum Beispiel beim neuen Hercules-Modell der kalifornischen Firma Reswani. Das Fahrzeug ist nicht für den Kriegsschauplatz gedacht, sondern für komfortable und sichere Stadtfahrten. Die Entwickler behaupten, das Fahrzeug sei der derzeit schwerste und leistungsstärkste LKW. Das kugelsichere Glas und die Karosserie sorgen für sichere Fahrten auf der Straße. Das Fahrzeug ist vor Explosionen im Unterboden geschützt und mit einer FLIR-Nachtsicht-Wärmebildkamera, einer Sirene, einem Stroboskop, einem Rauchschutzgenerator, blendenden Scheinwerfern vorne und hinten, Gasmasken und viele mehr ausgestattet. Das Dreiachsenradsystem bietet eine bessere Traktion. Hercules bietet Platz für bis zu 10 Passagiere und kostet ab 325.000 US-Dollar. Armored Truck SUV Concept 2020. Das Armored Truck SUV Concept 2020 ist ein äußerst ungewöhnlicher Geländewagen, entworfen vom bulgarischen Designer Milin Ivanov. Dieser Mini-Panzer soll in der Lage sein, Kleinwaffen und der Explosion einer Handgranate standzuhalten und dabei ein komfortables Fahren zu ermöglichen. Das Design des Fahrzeugs verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Das Konzept kann man leicht mit einem leistungsstarken Auto verwechseln, das nach den besten Traditionen von Videospielen entworfen wurde. Der SUV ist mit einem Nachtsichtsystem sowie Filter- und Regenerationssystemen für die in den Innenraum eintretende Luft ausgestattet. Dies kann im Falle eines chemischen Angriffs nützlich sein. Das Fahrzeug kann auch in der Stadt eingesetzt werden. Mercedes G-Class. Die Rieder-Modellreihe auf der Basis von Mercedes-Benz verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. Die gepanzerten Fahrzeuge sind mit einer explosionsgeschützten Panzerkapsel mit verstärkten Türscharnieren und Reifeneinsätzen aus ballistischem Gummi ausgestattet. Dieser grobe SUV mit einer militärischen Vergangenheit verleiht seinem Fahrer ein Gefühl der völligen Sicherheit. Die 5 cm dicken Fenster halten Panzerbrandgeschossen stand sowie aus Schüssen aus einem Scharfschützengewehr aus einer Entfernung von 10 Metern. Eine weitere Option sind spezielle Reifen, die auch bei einer Reifenpanne mindestens 50 Kilometer zurücklegen können. Scorpion. Auch das Scorpion-Modell ist erwähnenswert. Das Auto wurde speziell für VIPs entwickelt und zeichnet sich durch bemerkenswerte Optionen aus, die in Serienautos nicht zu finden sind. Das Auto hat Schiebetüren wie ein Minivan. Der vergrößerte Radstand bietet viel Spielraum für Manöver. In dem Reader G-Class Scorpion haben bis zu 6 Passagiere Platz. An den B-Säulen befinden sich kompakte Rückspiegel, mit denen die Bodyguards der VIPs die Lage hinter dem Auto kontrollieren, während sich der Fahrer auf die Straße konzentriert. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.